Hallo und herzlich willkommen, ich bin Günther LP und das hier ist ein kleines Let's Play zu einer kleinen Minecraft-Adventure Map namens TPF. So heißt sie, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe einen neuen Skin, ich bin jetzt Batman. Und zwar nicht der The Dark Knight Rises oder The Dark Knight, dieser neue, sondern der ganz alte, klassische mit dem Bierbauch und so weiter. Den sieht man aber leider in Minecraft nicht. Wäre eigentlich schade. Ich bin hier, the neues Zombies Make when hurt. This means you are not playing in peaceful. Play in peaceful. Das bin ich doch. Ich höre die Sounds auch ehrlich gesagt nicht. Was ist das denn? Also die alten Inka-Hieroglyphen haben wir schon mal gefunden. Subway Station Spawn. Okay. Ah, okay. Da kann man dann schneller irgendwo hinfahren. Diese Map ist übrigens auch erstellt von diesem Fuzzi, der T3C erstellt hat. Also sollte die Map ja eigentlich relativ bekannt sein. Observation Deck. Okay. Können wir uns mal ein paar Sachen angucken. Hoffen wir mal, dass wir da schön was sehen. Ich sehe hier jetzt nicht so viel. Ah, hier kann man also von oben sehen. Interessant, interessant. Egal, ich gehe jetzt mal nochmal zurück. Wir wollen ja gleich die erste Challenge starten. Oh yeah! Easy, normal, hard, very hard, extreme, über extreme. Oh Gott. T-Trix 1993 Parkour Facility. Version 1.2, playable in Minecraft version 1.2.5. There are currently 12 stages. This map is expanding. Have fun. Created by Tetrix 1993 from Singapur. Das heißt, der Typ ist da momentan noch ein bisschen am Arbeiten daran, aber die Map ist schon relativ weit. Rules. Play on peaceful. No breaking or building any docks. No hacks or mods allowed. Multiplayer. Difficult 0. Game Mode 0. PvP gleich false. Spawn Monsters gleich Forts. Alles klar, das haben wir soweit, weil wir auch nicht Multiplayer spielen. Egal. Take only one minecart. Do not loot the minecart. Okay, ich hoffe mal, dass wir auch in keiner Stage sterben können. Storage Chest. Store your items. Okay. Difficult Easy. Time Challenge. Was wird denn G, S und B? Weiß ich nicht genau. Stage 2. Hier, wo ist uns. Lag. Stage 1 müsste dann hier sein, ja genau. Difficult Easy. Time Challenge, 3 Minuten, okay. Stage 1, Leaderboard. Hier sogar der Map-Ersteller ist dabei. 24,4 Sekunden. Time Challenge to start. Try to sprint without ever stopping, okay. Oh, das geht doch sogar, ne? Ist so. Ich finde. Lol. Ja, ist voll einfach hier. Aber ich komme jetzt wieder hoch. Kleine Checkpoints. Ich denke, am Anfang wird diese Map auch noch relativ leicht sein und so. Also der Map-Ersteller ist ja auch wirklich bekannt für seine guten Maps, die aber auch sehr, sehr, sehr schwierig sein können. Aber davon lassen wir uns nicht unterkriegen. Wir versuchen einfach unser Bestes. Und geben hier unser Bestes. Finish Line. Yay! Press this to mark the challenge complete. Use your Minecart to go back. Was ist. Alter! Ich leck das so. Was ist hier oben? Ach so, hier oben kann man es nur das angucken. Dann fahren wir zurück. Alter! Hör auf zu ruckeln! Böses Minecraft. Vielleicht mach ich mal kurz den hier. Mal auf normal. Vielleicht klappt es dann besser. Ich verstehe auch gerade nicht, wieso es ruckelt, aber. Egal, manchmal hat Minecraft einfach so spastische Anfälle und dann ist das halt so ein bisschen so. So, ich habe auch einige Themen vorbereitet, die ich immer wieder so ein bisschen bequatschen wollte. Ich wollte ja mal wieder ein bisschen einen Off-Topic-Part machen, also. Huch! Achso. Also etwas nichts über das Ingame-Geschehen. Und da kann man ja mal so ein bisschen drüber. Hoho, sind noch Plätze frei. Da kann man ja mal so ein bisschen über Spielefortsetzung diskutieren, philosophieren, wie auch immer man das will. Wobei ich ja eigentlich alleine rede, deswegen ist es eigentlich mehr ein Monolog, aber egal. Auf jeden Fall, hahaha, runtergefallen. Ist mir aufgefallen, beziehungsweise anderen Leuten aufgefallen, da habe ich einen Artikel im Internet drüber gelesen, dass es ja eigentlich nur Spielefortsetzungen gibt. Ich meine, die ganzen großen Titel 2000... Ach, lololol. Die ganzen großen Titel, die ganzen preisgekrönten Spielewerke... Das sind alles Fortsetzungen. Ich meine, möge ich mal angucken. Skyrim oder eben halt
ach, was gibt's noch? Battlefield oder COD, eben halt so diese ganzen großen Titel. Und dann natürlich auch noch viele, viele weitere. Das sind alles nur Fortsetzungen von alten Sachen. Und da fragt man sich natürlich auch schon so, ja, fehlt der Spielindustrie vielleicht ein bisschen Ideen oder so? Aber häufig werden auch so Ideeneinschübe durch Indie-Titel reingebracht. Wenn ihr versteht, was ich meine. Zum Beispiel durch Minecraft sind sehr, sehr viele Ideen reingekommen. Zum Beispiel dieses Baukastenprinzip, dieses Lego-Prinzip. Das ist zum Beispiel komplett neu. Oder durch so Spiele wie, ich weiß es nicht, Braid. Falls es irgendein Indie-Titel ist, weiß ich gar nicht genau. Oder eben halt durch Terraria oder was weiß ich. Die bringen alles neue Ideen, aber so diese ganzen Mega-Knaller, die so richtig viel Asche reinbringen, ja? Und die auch wirklich was... so Spiele sind, die eigentlich, sagen wir jetzt mal so, jeder spielt, ne? Das sind meistens eigentlich nur Fortsetzungen. Das finde ich ein bisschen schade. Dumme Spieleindustrie. Also ich finde sowieso, die Spieleindustrie hat sich in den letzten Jahren deutlich verändert. Also ich sage jetzt mal so in den letzten 10 Jahren. Eher zum Negativen. Ja, auf die Lampen leuchten da, okay. Also nee, früher war die Spieleindustrie deutlich besser. Da war so ein bisschen... Wie soll man sagen, gechillter? Ich weiß, ich habe die Anfänge jetzt auch nicht so miterlebt, ne? Also so, keine Ahnung, 1990 oder so. Aber ich bin halt auch eben halt mit dem Gameboy aufgewachsen und ich glaube, jeder, der mit dem Gameboy aufgewachsen ist, der weiß, dass die Spieleindustrie mal so ein anderes Gesicht hat als heute. Heutzutage ist es ja mehr so Multimassenbranche und früher war es eben halt mehr so, yay, lustig. Spaß, Kreativität pur und so weiter. Aber wie gesagt, mittlerweile sind die Ideen ausgelutscht und ja, es wird noch aufs Geld geguckt. Wobei, es ist natürlich auf der anderen Seite nicht nur was Negatives, es ist vielleicht auch was Positives, weil wenn eine Branche professioneller wird, dann gehört das natürlich auch schon irgendwie so dazu. So war das ja auch mit der Filmindustrie, mit Hollywood und so weiter. Ich meine, möge sich da mal früher angucken, so frühere Filme mit Bud Spencer und seinem Kumpel da, hier, dessen Namen ich gerade vergessen habe. Dessen Namen man nicht aussprechen darf. Und dessen Name leckt. Auf jeden Fall, diese Filme, da war die Filmindustrie zum Beispiel auch noch komplett anders. Also, naja. Und mittlerweile ist die Spielindustrie ja mehr oder weniger auf dem gleichen Niveau von der Filmindustrie. Wobei, wenn ich das so formuliere, klingt das sehr, sehr negativ. Egal. Dann ist das halt negativ. Na und? Aber allgemein kann man sagen, die Spielebranche ist noch so von den Produkten her mit die coolste. Ich wüsste jetzt auch nicht, welche Branche coolere Produkte liefert. Die Autoindustrie. Nee, ich bin ja nicht ganz so der Autofreak. Ich gehe ja eher zu Fuß oder in Barfuß. Und apropos Barfuß, heute habe ich auch richtig, richtig fett Scheiße gehabt. Und zwar, ich bin ein bisschen barfuß gegangen über da so Richtung Freibad, wo ich da eben halt immer hingehe. Und das Problem ist eben halt, der Weg dahin, der war so scheißen warm. Also ich bin dann so auf der Straße gelaufen, mehr oder weniger so eine Einbahnstraße, sag ich jetzt mal. Wo es so ganz gemütlich geht zum Freibad, haha, tralala. Und dieser Stein, wo man dann eben halt gelaufen ist drauf, oder diese Straße, die war halt so verdammt warm, ey. Ich habe davon Brandblasen gekriegt. Richtig scheiße. Und dann kann ich jetzt erstmal, ich denke mal, die nächsten paar Tage kann ich jetzt nicht mehr wirklich viel gehen. Aua, das tut auch so weh. Habe ich natürlich dann erstmal sofort ins kalte Wasser gehalten, meine Füße, aber naja, war halt trotzdem schon schmerzhaft. Da, 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 la, da, 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 la, da, da. Ich habe übrigens mal zuletzt überlegt, ob ich nicht vielleicht wirklich auch nur nicht nur Fraps und Camtasia benutze zum Aufnehmen, sondern auch noch ein weiteres Programm, und zwar DxTory heißt das, glaube ich. Ich bin mir nicht ganz sicher, ich weiß nicht, was die Vorteile davon sind. Ich weiß auch nicht, ob sich irgendwas in der Qualität dann verändern wird oder so, aber ich werde das einfach mal demnächst ausprobieren, dann gucken wir mal. Egal, es ist ja für euch eigentlich nebensächlich, weil ich will das ja mehr so machen, so Qualität liefern, dass man das einfach nicht bemerkt. Also, dass viel Arbeit dahinter steckt, aber die Leute das eben halt nicht merken, dass da viel Arbeit hinter steckt. So, dass das so ein bisschen
dass es einfach wirkt. Sozusagen. T1. Ah, hier.